Hi, schön, dass ihr eingeschaltet habt, mal wieder an einem Sonntag. Übrigens sollte ich Schminkversuche nicht ausprobieren, wenn ich einen Vlog drehen will. An sich sieht es echt gut aus, aber ich finde, es sieht so dunkel aus hier in der Kamera leider. Sieht man, ne? Was sagst du dazu? Ich finde es eigentlich gut. Also es sieht echt Eigentlich. super aus. Eigentlich wollten wir schon viel früher anfangen mit dem Vlog, aber Arthur war dabei, mein neues Navigationssystem einzubauen. Gerade kam ein Paket an und ich habe mich so gefreut. Und zwar, ja, mein neues Multimedia-System für den 135i. Ich habe da jetzt echt eine Weile drauf gespart, weil ich unbedingt das hier haben wollte. Also das ist echt ein sehr, sehr hochwertiges von der Marke VioVox mit Zubehör. Hier habe ich ja einmal so einen Controller und sogar Rückfahrkamera. Also falls ihr mich schon länger verfolgt, ja, mein Auto ist von 2011. Es gab zu dieser Zeit natürlich schon Navigationssysteme, aber er hat halt keins. Und ja, das ist so zum Nachrüsten, kann man sich das jetzt kaufen. Und mir war das wichtig, weil es nervt einfach kein Navi zu haben oder die Musik kann man sich nicht anzeigen lassen. Man kann hiermit ja auch viel, viel mehr machen. Wenn es eingebaut ist, werde ich euch das mal zeigen, aber ich denke, das wird den ganzen Tag dauern. Ich hoffe, dass es bis morgen eingebaut ist, denn morgen möchte ich meinen Vlog drehen. Ja, und dann seht ihr das Ergebnis. Ich habe schon das Essen vorbereitet für später. Ja, und jetzt starten wir mal mit den Dingen, die wir eigentlich vorhatten. Ja, unser Wochenende ist irgendwie null entspannt diesmal, ich weiß nicht. Ja, gestern haben wir die ganze Zeit schon am Navi gebastelt, heute auch wieder. Man denkt, das ist so ein 3-Stunden-Job und dann ist es so ein 3-Tages-Job, wer kennt's? Also wer selber am Auto schraubt, weiß, wovon ich spreche. Wir haben uns eine Leinwand gekauft, denn wir haben uns ein kleines, ja, Heimkino gebaut oder bauen uns ein kleines Heimkino. Wir bauen uns ein kleines Heimkino. Jetzt muss die Leinwand noch aufgehangen werden. Das wird auch noch lustig. Ansonsten habe ich gestern schon mal ein bisschen was vorbereitet, habe das Ganze ausgemessen, an der Decke angefangen, die Winkel zu montieren. Jetzt wird es noch interessant, ob das Ganze auch so hinhaut, ne? Und Klein Tinky ist die Aufsichtsperson. Wir begeben uns jetzt mal in unser Schlafzimmer. Wir haben übrigens vor, das komplett neu zu machen. Ja, deshalb ist das Ganze jetzt hier Aufputz und wird versteckt mit einer Kabelleiste. Was? Was? Dein Kabelkanal. Ganz genau. Ja, deshalb sieht es jetzt nicht so toll aus, wie ich es eigentlich gerne hätte. Ja, ihr könnt auch schon den ersten Fail sehen. Der Schrank hing mal hier. Ich habe im Internet gesehen, dass viele so Beamer-Schränke haben. Und das haben wir auch versucht. Allerdings, ja, funktioniert das nicht, weil der Beamer echt viel zu warm wird. Und das war jetzt, ja, unsere Lösung, sage ich mal. Nochmal kurz was zum Beamer. Da haben wir diesen hier gekauft bei den Amazon Prime Days. Da war der um 100 € reduziert. Ist allerdings kein Smart Home Beamer. Also man hat keine Apps drauf. Man kann aber den Fire TV Stick anschließen und sein Handy spiegeln. Ja, hier ist einfach kein Platz für einen Fernseher, wie ihr seht. Und das war so unsere einzige Möglichkeit, denn wir haben gemerkt, wir würden gerne öfter hier mal, ja, eine Serie schauen, einen Film schauen, aber ist halt einfach nicht. Und das kleine Tablet war immer doof. Und deshalb haben wir uns gedacht, wir bauen uns einfach unser eigenes Kino. Genau. Ja, und da sind wir jetzt dran und ich würde sagen, wir hängen jetzt endlich mal die Leinwand auf, um auch mal zu gucken, ob das passt, ob das funktioniert. Und wie das Ganze aussieht. Auch leider so eine Sache. Schaut mal, wir haben nur die Mini-Leiter. Ja, und das Problem ist, ich kann halt überhaupt nicht helfen, ne, weil ich einfach viel zu klein bin. Überleg, schaut, wenn ich sie so halte, Ja. ich hier zuerst festmache, dann musst du mir die Leiter Ja. ziehen. Und, oh Gott. Okay. Okay, das könnte ein richtiger Fail werden auch. Ja, aber das ist jetzt wirklich voll der Fail. Ich bin so klein, ich bin 1,55. Selbst wenn ich mich auf die Leiter stelle, bringt es gar nichts. Zeig mal, wie groß ich dann wäre. Und ich komme trotzdem nicht dran. Also ich kann es nicht wirklich halten. Siehst du das? Ja, es bringt nicht viel. Verdammt. Nein, es bringt nichts. So groß zu sein wäre schon cool. Guck mal. Ich kann überall hingucken, überall drauf gucken. Ich denke mir jedes Mal, so große Menschen müssen doch voll das geile Leben haben, weil ihr seht halt einfach alles. Und ich, also hier könnt ihr überall drauf gucken. Ne? Und ich kann immer nichts sehen. Aber die sehen immer den Staub und so dann. Ist doch auch blöd. Oder von Vorteil. So, jetzt haben wir das Bett ganz vorgeschoben, in der Hoffnung, dass das jetzt irgendwie hilft, ne? Improvisiert. Versuch Nummer zwei. Bitte pass. Okay, das ist gut. Passt. Das hält zumindest gerade. Wir wollen es jetzt festmachen.
Allerdings ist es irgendwie schief und Arthur ist es schon vorher aufgefallen, ja, dass die Winkel schief sind oder was? Die Winkel an der Leinwand, dass sie nicht genau sitzen. Okay. Der eine war gerade, sage ich mal, und der andere war ein paar Grad verdreht. Hier sieht man das Ganze gut. Der Winkel ist nicht gerade auf dieser Seite. Normal müsste es so sein. Also die andere Seite ist dagegen fast gerade. Bedeutet eigentlich, dass es nicht für die Marke spricht, ne? Wo wir es gekauft haben. Eigentlich nicht so. Du möchtest immer dabei sein, gell? Tinky ist auch so, ihr ist es richtig egal, ob es laut ist oder so. Selbst wenn man bohrt oder keine Ahnung was. Das ist ihr komplett egal. Hauptsache, sie ist dabei. Sind eure Hunde auch so anhänglich? Was wir nicht vergessen dürfen, ist dieser Schrank, der dich die ganze Woche einfach beschäftigt hat, ne? Ja, also das hat richtig viel Spaß gemacht, den aufzubauen. Es hat unfassbar viel Spaß gemacht, den zweimal an die Wand zu machen. Und immer wieder anders, ne? Ja. Dann hatten wir die Idee und die. Dann zuerst oben im Kasten, dann unten im Kasten, dann unten auf dem Kasten. Jedes Mal hier das Bett hinher, den Schrank neu modifizieren, dann mit Schublade, ohne Schublade. Ja, also Kabel verlegen, also das hat richtig viel Spaß gemacht. Ja, das Ganze ist eigentlich auf meinem Mist gewachsen, weil er wollte eigentlich ein Regal. Ich so, nee, das ist doch doof, lass uns doch den Beamer in den Schrank reinstellen, das sieht doch viel schöner aus. Ja, dann den Schrank, wo ich rausgesucht habe, hat dir nicht gefallen, der war zu groß. Ja, super. Ja, und jetzt im Endeffekt hat das alles leider nicht so funktioniert, wie ich mir vorgestellt habe. Jetzt haben wir enttäuscht das Regal. Ja. Aber wenigstens der ist geschlossen, da die ganzen Kabel und so siehst du jetzt halt nicht. Da kommt ja noch der Kabelkanal hin und dann ist es soweit ordentlich. Ach ja, und da oben, die Löcher müssen wir auch noch zumachen. Ein ganz normaler Sonntag, ne? Ja, wenn man Sonntag nichts zu tun hat, eine Langeweile. Nee, Tinky macht Gymnastik. Weil sie immer hier im Bauch gestreichelt werden will. So, dann lass uns das mal ausprobieren. Kannst du sie eigentlich stoppen oder wird die jetzt quasi auf volle Länge ausfahren? Stoppen. Aber dann müsste man den Beamer mal anmachen. Ja. Und einmal einstellen. Weil du kannst das dann einprogrammieren. Weil so weit geht der Beamer jetzt auch nicht. Ich bin doch schon begeistert. Also es gefällt mir schon echt sehr gut. Ich finde, es sieht auch optisch wirklich total modern und top aus. In der Kamera kommt es immer nicht so schön rüber, wie es ist. Das Ganze ist ja noch eine Akustikleinwand. Sprich, ist angedacht, dass man hinten schon jetzt noch Lautsprecher aufbauen könnte. Ja, ansonsten super, dass sie elektrisch ist. Ja, finde ich auch. Also das habe ich direkt auch gedacht, dass es top ist. In der Breite sind wir, glaube ich, jetzt bei 1,86 Meter ungefähr. Also von links nach rechts. Das Solo selber ist noch ein Ticken länger. Ich weiß es nicht. Ich glaube 2 Meter, gell? Nach unten geht das Ganze, glaube ich, auch nochmal 2 Meter. Also bis zu 2 Meter. Normal braucht man aber nicht so viel. Lass mal schauen, wie das mit dem Beamer aussehen würde. Jetzt ist Kinotime. Tinkerbell, hast du die Nachos gesehen? Das sind die Nachos. Wer kann sich noch an das Video erinnern? Das ist ja schon ewig alt, ne? Ja. Der Leinwand sieht das Bild echt richtig top aus. Und das spiegelt auch nicht mehr. Ich muss schon sagen, wir haben ja vorher das Bild an den Schrank projiziert und der ist ja hochglanz. Dadurch spiegelt es, das ganze Zimmer hat geleuchtet, also wirklich die ganze Wand. Und das Licht vom Beamer hat man auch immer gesehen. Also so eine Leinwand ist schon top, muss ich euch ehrlich sagen. Wir machen jetzt einfach mal kurz ein Video von mir an, weil da weiß ich, dass das mit den Urheberrechten, alles funktioniert. Sagt mir bitte, dass ihr Tinky erkennt. Und wo ist Tinky? Da. Dieser kleine Fellknäuel. Die, wo austeilt. Ja, funktioniert alles, wie es soll, ne? Ja, das habe ich vorhin gemeint. Also der Beamer hat quasi eine eigene Software drauf. Und so sieht das ganze Startmenü dann aus. Also wirklich total einfach gestaltet. Und auch auf jeden Fall selbsterklärend. Aber wie gesagt, man kann einen Bluetooth-Lautsprecher anschließen, sein Handy spiegeln. Man kann Amazon Fire TV Stick anschließen. Das ist alles gar kein Problem. Jetzt bekommt Tinky erstmal Essen. Ist schon 16 Uhr. Also der Tag verfliegt wie nichts. Jetzt kommt nochmal schön die Sonne raus. Was wollte ich sagen? Also unser Wochenende verfliegt wirklich wie im Nu. Wir haben ja schon wieder 16 Uhr und aber auch leider relativ spät angefangen mit dem Vlog. Gestern genau das gleiche Spiel. Da kam so 14, 15 Uhr mein Navi und dann haben wir angefangen, das einzubauen.
Dann war schon 18 Uhr, dann waren wir mit Tinky draußen, haben noch was gegessen. Ja, und schon ist der Tag wieder vorbei, ne? Hier kann man auch mal meine neue Haarfarbe gut sehen, glaube ich, in der Sonne. Ja, ich bin total happy. Ich habe mir einfach die Haare selbst gefärbt. Es war irgendwie so total spontan. Nach 8 Jahren habe ich mir gesagt, also ich hatte natürlich schon meine Naturhaarfarbe seit 8 Jahren. Und dann habe ich mir gesagt, so, ich färbe mir die Haare, weil erstens war ich total genervt von meinen grauen Haaren. Und es war auch so, dass meine Spitzen blond waren. Irgendwie sind die total ausgeblichen durch die Sonne und so, durch Hitze und so weiter. Ja, und jetzt habe ich eine einheitliche Farbe. Ich komme später nochmal auf das Thema zurück und zeige euch da die Haarfarbe und möchte noch ein paar Worte dazu loswerden. Tinky ist versorgt. Wir machen jetzt noch schnell da oben mal die Löcher zu, weil dann kann das zumindest schon mal trocknen. Weil das ist halt einfach, ja... Schön ist anders, ne? Ne. Ich habe mich gerade gefragt, ist das Zeug überhaupt noch flüssig? Ich habe keine Ahnung, wie alt es schon ist. Ich glaube, das mache ich nicht auf dem Bett. Ich habe ja vorhin erzählt, dass ich für unser Essen gesorgt habe, während Arthur das Navi weiter eingebaut hat. Ja, dreimal dürft ihr raten, was das werden soll. Ich hoffe, ihr liegt alle richtig. Natürlich Pizzateig. Man erkennt es überhaupt nicht. Also ich weiß nicht, das sieht... nicht aus wie Pizzateig. Ich hoffe, es ist trotzdem Pizzateig geworden. Wir möchten heute Selfmade-Pizza machen. Und zwar haben wir hier so ein Pizzakit gekauft. Vielleicht kennt ihr das noch von meinem Weihnachtsvideo. Das haben wir auch verschenkt. Und ich wollte aber unbedingt auch selbst mal sowas haben, weil ich mag Pizza relativ gerne. Allerdings am liebsten natürlich selbst gemacht. Alles, was ich heute gemacht habe, habe ich hier aus diesem Buch. Da habe ich einmal den Pizzateig Rapido gemacht. Also der ist wirklich ganz easy. Aus Wasser, Mehl, Hefe und Salz. Und dann habe ich hier auch noch die Tomatensauce gemacht. Ich habe auch probiert und ich finde, die schmeckt wirklich gut. Immer nachdem sie gefressen hat, will sie spielen, was ja eigentlich nicht so gut ist. Ja, das ist eigentlich nicht so gut. Weißt du warum? Nach dem Essen soll man ruhen. Aber wie ihr seht, Tinkerbell... sieht das Ganze etwas anders. Das Pizzakit werde ich euch verlinken. Hier ist noch so ein... Schneidemesser dabei, an einem Pizzabrett und jetzt kommt das Besondere, ja, dieser Pizzastein. Da drauf soll ja die Pizza besonders knusprig werden und wie beim Italiener. Ich bin mal gespannt, ob ich das später so unterschreiben kann oder nicht, aber das Ganze muss ich jetzt auch erstmal sauber machen, bevor wir das benutzen. Wie gesagt, Pizzateig und Soße schon hergerichtet und gleich geht's dann ans Pizzabacken. Ich bin schon mega gespannt und habe da schon voll Bock drauf. Also das ist wirklich ein reines Desaster. Schaut mal hier. Das waren 3 Teiglinge. Hier auch. Aber ich sag mal so, ich hätte irgendwas Großes nehmen müssen, wo ich sie gehen lasse. Ein Ofenblech oder so, wo ihr wirklich genug Platz zwischen den Teiglingen habt. Hier jetzt nicht, wie ihr sehen könnt. Dann jetzt hier drauflegen, flach drücken und vorsichtig von innen nach außen ziehen. So. Ne? Sieht doch gut aus. Es geht einfach immer wieder zusammen. Och Mann. Dreh dir gleich in der Luft. Ja, also ich weiß nicht, also das wird nicht so, wie der hier behauptet. Oder ich bin einfach zu doof. Ich weiß es jetzt nicht genau, an was es liegt. Ja, Versuch Nummer 1 ist gescheitert, würde ich sagen. Mal schauen, vielleicht hat Arthur mehr Glück. Nicht Glück, können. Ich als alter Pizzabäcker. Noch nie irgendwas gebacken. Wir gucken. Sollen das nur so kleine Pizzen werden? Er hat halt seinen Teig total dünn. Das ist halt keine große Pizza, denke ich. Sieht so aus, ne? Aber ich glaube, prinzipiell soll der Teig noch ein bisschen dünner werden. Ein Pizzaunfall oder so, ich weiß es nicht. Du siehst ja, das wird nicht mal rund, weißt du, was ich meine? Ja, dann werden das halt eckige Pizzen und so. Was gibt's denn da zu lachen? Das ist ein Kunstwerk, ist das hier. Picasso. Picasso. Ja, manche kennen Picasso nicht mal, wenn sie davor stehen. Kurze Story, wir waren in Ludwigshafen im Frieda-Bura-Museum. Und da war halt ein Mitarbeiter vom Museum und er meinte, würden Sie sagen, dieses Bild ist hinter Glas oder nicht? Und ich gucke mir das an und ich denke mir so... Ja, das sieht so aus. Und hat er gemeint, man erkennt es aber fast nicht, weil dieses Glas extrem dünn geschliffen ist und dadurch so besonders ist.
So. Und dann hat er gemeint, nur besondere Bilder kommen hinter Glas. Ich gucke mir das Bild an und frage so, Jan, was ist an dem Bild so besonders? Er so, das ist ein Picasso. Ich so, oh, ich habe mich so blamiert. Aber wir haben alle gelacht. Ja. Richtig blamiert er so. Er hat ja noch irgendwie vorgerechnet, was so ein Quadratzentimeter von dieser besonderen Scheibe, nenne ich es mal, kostet. Ja. Ist, man, keine Ahnung, wie viele Tausende, wenn ich... Sogar noch mehr. Auf jeden Fall meinte er, da kommen nur so extrem wertvolle Bilder, bekommen dieses Glas. Genau. Und hast du es erkannt, dass es Picasso ist? Ich hab's gelesen. Ja, aber so vom Bild her hättest du auch keinen Peil gehabt, oder? Doch, natürlich. Erstmal Soße, das habe ich mir gemerkt. Ja, aber nicht viel. Man viel soll, Soße. Nein, man soll nur wenig Soße machen, sodass es nicht durchweicht, sagt das schlaue Buch. Weißt du, wie ich das Buch nenne? Ist mir egal. So, jetzt versuchen wir es erstmal an einer Salami-Pizza. Und zwar Pizza Salami Formaggio. 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 Mario. Salami. Salami. Und da haben wir von unserem Metzger italienische Salami geholt. Parmesan. Dann kommt jetzt noch Brie drauf. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Käse ist. Das stand nur hier im Rezept und wir haben das mal mitgenommen. Ich schätze mal so einfach, oder? So ein Stückchen. Ja, ich denke auch. Also ich hätte es jetzt auch so gemacht. Weiter geht's. Etwas Mozzarella. Viel Mozzarella. Und dann eigentlich Zwiebel, aber du magst ja keine Zwiebel, ne? Ah, das muss jetzt nicht unbedingt sein. Also Tomatensauce, Parmesan, Brie, Mozzarella, Zwiebel und Salami. Dort in dem schlauen Buch steht, höchste Stufe vom Ofen auswählen und auf Grillstufe stellen und 6 Minuten backen. Tja, das wollen wir jetzt mal machen. Ich bin gespannt, ne? Ja, ich auch. Der Pizzastein ist schon im Ofen und hat eigentlich schon die Temperatur. Wunderbar. Und ich möchte jetzt eine Pizza Prosciutto Funghi machen, aber ohne Funghi, weil ich mag keine Pilze. Das Einzige, wo ich Champignons esse, ist, wenn wir Kotbulla machen. Ich finde, da gehört es in die Soße, aber sonst, ich mag es nicht. Auf diese Pizza soll Gruyère, also das ist der Käse, dann einfach Kuhmilchkäse nach Wahl, Champignons, gekochter Schinken, Oregano getrocknet. Und nachdem die gebacken ist, macht man dann Pfeffer drüber und Olivenöl kann man wohl auch noch drüber machen. Ja, das sind jetzt 2 Pizzen nach dem Pizzabuch und ansonsten machen wir auf jeden Fall Freestyle. Davon soll jetzt ein bisschen drauf. Das hast du gehört, ne? Du Käseliebhaben der Chihuahua, gell? Ein bisschen Käse für den kleinen Chihuahua. Komm. Teilst dir gut ein. So sieht die Pizza jetzt aus. Also ich weiß nicht, kann man das Pizza nennen oder UFO? Die UFO-Pizza. Jetzt bin ich übrigens auch mal gespannt, ob die schmeckt oder nicht. Die schmeckt schon top, probier mal. Also das ist schon richtig lecker. Teig gefällt mir, auch wenn es eine Arbeit ist. Ja, das kann man echt nur machen, wenn man mal frei hat oder so. Der ganze Mund ist voller Mehl. Ja, bei der war ein bisschen viel Mehl noch. Ja, das stimmt. Mhm. Das ist schön, ne? Schmeckt gut, allerdings ein bisschen zäh. Vielleicht, weil sie schon kalt ist. Mhm. Weil meine ist top. Also die ist genau richtig von der... Ja, das war ja auch die erste, die ich hier... Ja, also die ist top. Also wenn es frisch ist, schmeckt es wirklich gut. Oh, jetzt geht der Akku leer. Aber wenigstens konnten wir zumindest sagen, wie die Pizzen sind. Also ich würde schon sagen, dass sich das gelohnt hat, oder? Die Küche sieht danach so aus, also ist immer heftig, deshalb werde ich jetzt erstmal aufräumen und danach geht's auch mit Tinky schon raus. Wir haben schon gleich 18 Uhr. Ich liebe diesen Himmel, wenn das so schön rosa ist. So schön. So. Jetzt wollte ich euch noch ganz kurz die Bastelbude zeigen. Ja, leider ist da noch ein bisschen was zu machen. Wir haben gedacht, wir schaffen das an einem Tag oder besser gesagt in ein paar Stunden, aber ist leider nicht so. Bin aber echt total gespannt auf das Endergebnis und das zeige ich euch dann auf jeden Fall mal. Bis dahin, gute Nacht. Ich wollte ja noch mal was zu meiner neuen Haarfarbe sagen. Ja, ich habe sie mir die Woche spontan gefärbt und es ist so ein schönes... Mittelbraun würde ich sagen. Sieht auch in jedem Licht echt anders aus. Gefärbt habe ich hiermit, Drogeriefarbe. L'Oreal Preference Farbe 4 Tahiti Naturbraun. Und ich bin richtig, richtig happy. Meine Haarsituation sieht nicht gut aus. Ich muss ehrlich sein, ich habe meine Haarpflege total vernachlässigt. Vielleicht alle 2 Wochen mal eine Haarkur und immer geföhnt, immer geklättet. Sind echt
sehr splissig und kaputt. Ich muss mal wieder ein Stück abschneiden. Ich finde auch, seit ich gefärbt habe, ist jetzt leider wieder ein bisschen mehr abgebrochen, aber ich glaube, das war so oder so kaputt. Das bricht jetzt halt einfach nur schneller ab, weil ja, färben tut ja die Haare doch schon beanspruchen. Ich bin jetzt voll auf dem Haartrip. Ich habe mir so ein paar Videos angeschaut und möchte jetzt wirklich meine Haare pflegen. Falls das Ganze klappen sollte, dann lasse ich euch natürlich dran teilhaben und teile es dann auch hier auf YouTube. Jetzt möchte ich noch die Spitzen schneiden, weil wie gesagt, also die Haare sind jetzt echt mega abgebrochen und ist ja... Was kaputt ist, muss so oder so ab, da ist nichts mehr zu retten. Jo, und das werden wir jetzt mal tun. Ich zeige euch mal, wie wir das machen. Dazu brauchen wir eine Haarschere, also wirklich eine Schere, die dafür geeignet ist, die Haare zu schneiden. Keine Küchenschere oder sonst was. Ja, und so ein Kamm und die Hilfe von jemand anderem, wenn ihr eine gerade Kante haben möchtet. Ansonsten könnt ihr euch das auch selbst schneiden. Dazu gibt es ganz, ganz viele Videos im Internet. Schritt 1 ist auf jeden Fall, die Haare durchkämmen, bis die wirklich... knotenfrei sind. Um euch das mal zu zeigen, wir stellen uns dann so hin und ja, Arthur kämmt die Haare dann hinter und schneidet im Endeffekt dann ja, einmal ab und versucht dabei eine gerade Linie zu machen. Ich würde sagen, heute schneiden wir mal so 2 cm ab. Ich gucke jetzt, dass die Haare möglichst gerade fallen, dass da keine Wellen sind, keine Kurven, sage ich mal. Ja, am besten ist es, wenn man kein glattes Haar hat, wenn man es einfach glättet, weil ich habe auch so komisch gewelltes, lockiges, strohiges, komisches Haar. Jetzt musst du den Kopf halt gerade halten. Ja, der Punkt ist, was ist gerade, ne? So? Ja, so ist in Ordnung. Einfach so halten auf alle Fälle. Und da muss man versuchen, sich nicht zu bewegen, was mir immer relativ schwer fällt. Das ist es. 2 cm, bist du sicher? Weißt du, was 2 cm sind? Ich weiß, was 2 cm sind. Ja, das machen wir. Es bricht eh alles ab. Was willst du tun? Dann von rechts nach links, weil ich Rechtshänder bin. Einmal gerade schneiden. Sieht's gerade aus? Ja, sieht gerade aus. So sieht's gerade aus für mich. Ja, perfekt. Danke dir dafür, dass du das gemacht hast, was die Männer nicht immer alles für uns Frauen tun. Rechnung kommt dann. Ja, ich bin ganz froh, dass wir das einfach mittlerweile alles selbst machen, weil ich war immer ziemlich unzufrieden, weil bei den Friseuren ist es dann meistens so, wie ich es nicht will. Ich sag keine Stufen, ich komme raus mit Stufen. Ich sag Spitzen schneiden, ich komme raus mit Bob und ja, seitdem machen wir es einfach selbst und so sparen wir uns auch eine Menge Geld für die paar Zentimeter und für diese paar Flausen, was wir da abschneiden, ja. Echt nicht viel Schumm bei dir. Wird mir auch damals immer gesagt, ich habe so feine Haare, wenn man die abschneidet, man sieht die fast gar nicht. Freitag kam das neue Mario raus und wir wollten es unbedingt haben. In letzter Zeit spielen wir doch relativ oft wieder Switch, gell? Ja. Meistens aber Super Mario. Genau, Super Mario. Und das ist jetzt Super Mario Bros. Wonder. Was? Ah, das ist das mit den neuen Sachen, gell? Genau. Wo die sich anders verwandeln können. Ja, ich würde sagen, wir zocken das jetzt mal an, oder? Auf geht's. Auf, los geht's, Lu. Auf der Leinwand. Ja. Sieht schon irgendwie aus wie damals so ein bisschen. Hier ist jetzt springen, gell? Nicht mehr da wie bei 3D World. Nee. Das ist voll verwirrend. Was ist was? Das ist nicht schön. Hier. Wie geht der Superjump? Geht hier nicht. Ich mal die Raupe, da hast du gesehen. Komm da nicht dran. Du musst den Jump halten, dann springst du höher. Kann ich dann noch da dran springen? Oh, fast. Nee, nicht ganz. Verdammt. Was Besonderes bekommen. Es sah so rosa aus. Ich glaube, man kann jetzt mehr. Boah, was ist das? Ich bin Elefant, siehst du das? Erinnert mich irgendwie an Benjamin Blümchen. Du siehst ja auch so aus. Stimmt. Und Benjamin. Was stimmt denn da aus? So, haben wir eine Superkraft? Wir können mit Wasser machen jetzt. Trinkt das irgendwo? Was ist da oben? Gibt's Super Jump? Ja, und springen und dann runter.
Also tippen in den Geschichten. Ah ja, genau. Oh. Kein Ernst. Oh, was ist denn los? Ist das die besondere Blume? Ich glaube schon. Das kann die. Achtung, was jetzt? Hä? Spring da hoch, muss super jump. Ich krieg's nämlich gerade nicht hin. Eine Raupe. Schnell! Mann! Da oben liegt was so! Holen. Jetzt habe ich es geschafft. Da kommt aber noch einer. Ach so, gut. Oh! Nirgendwo rein. So, ich bin nicht auch so sehen, wie das runter. Ja, das wäre vorhin auch passiert. So, jetzt habe ich alles eingesammelt. Jetzt können wir gehen. Ich verstehe gar nichts. Hast du welche verloren? Hä? Du bist wieder reingegangen. Okay, geh mal weiter. Ich check gar nichts. Es ist sehr verwirrend. Nee, ich verliere nicht. Wunderbar. Da werden wir auf jeden Fall noch ein bisschen weiter spielen. Ist aber echt ganz anders. Und das letzte, was wir gespielt haben, war diese 3D-World. Fand ich auch nicht verkehrt. Von der Grafik her war das 3D-World schöner. Ja. Aber das hier ist halt einfach crazy. Ja. Das ist ganz anders. Ganz Neues. Ja, wäre ja auch langweilig, wenn alles gleich wäre, oder? Ja. Das haben wir übrigens gemeint, das haben wir als letztes gespielt. Und wir sind in der letzten Welt, wir müssen eigentlich nur noch ein paar Level machen. Ja, und dann kommt das Endlevel und dann sind wir durch. Richtig, richtig cooles Spiel, also das macht richtig Bock. Das war unser Sonntag. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht zuzuschauen. Ja, wir müssen uns jetzt erstmal erholen von den letzten Tagen. Die waren so anstrengend, ne? Ja, wir hatten eigentlich immer was zu tun. Und immer bis abends, wirklich. Kurz vorm Schlafen, dann schlafen. Ja, jetzt ist erstmal Zeit, ein bisschen zu entspannen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich freue mich auf euer Feedback. Habt einen wunderschönen Tag und bis ganz bald. Ciao. Ciao.